Hallöchen, Pupöchen, ich bin Jasmin und ich heiße euch sehr herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch meine Parfum-Favoriten des Monats Oktober. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wie eben erwähnt, quatschen wir heute ein bisschen über meine Parfum-Favoriten Oktober, sprich die Düfte, die ich im Monat Oktober sehr geliebt und genossen habe. Ich meine, es sind 6 Düfte, die ich euch heute zeigen werde. Schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, was denn eure Parfum-Favoriten waren im Monat Oktober, was ihr gerne getragen und genossen habt. Und dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Tee, einen Snack, was auch immer ihr wollt. Los geht's mit meinem Video. Der erste Duft, den ich im Monat Oktober gefeiert habe, wäre meine liebe Narciso Poudre von Narciso Rodriguez. Und Leute, so wie dieser Flakon aussieht, dieses Nude-farbene, so riecht auch dieser Duft. Und Poudre passt zu diesem Duft wie die Faust aufs Auge, denn, oh Gott, wenn ich den rieche, würde ich den am liebsten aufsprühen. Denn der riecht wirklich nach Puder. Für mich riecht er irgendwie nach Puderquaste. Sehr feminin, weiblich, pudrig. Er hat auch, finde ich, eine gewisse Eleganz. Ich finde den richtig toll. Ich komme bei den Narciso-Düften immer mit den Noten durcheinander. Vor allen Dingen, was Narciso Rouge und Narciso Poudre betrifft. Ich glaube, hier war Rose drin, hier könnte Jasmin drin sein. Zeder war noch hier drin. Im Endeffekt ist es völlig wurscht, was hier drin ist. Für mich riecht es einfach nach Puderquaste. Ich finde, wenn man diesen Duft trägt, riecht man, als würde man eine Puderquaste mit sich rumschleppen. Der ist wirklich sehr üppig, sehr schwer, sehr pudrig. Gott, der ist so wundervoll. Der ist wundervoll, ich liebe den. Der ist, obwohl der auch sehr pudrig ist, sehr feminin, schon sehr weiblich. Oh, der ist, Leute, der Duft ist so toll, ich liebe den. Wundert euch gerade bitte nicht, wenn ich ab und zu runtergucke. Ich habe nämlich einen zweiten Monitor an meiner Kamera. Über den kleinen Monitor sieht man nicht immer, ob man im Fokus ist oder das, was man zeigt, im Fokus ist. Mit dem etwas größeren Monitor, den ich quasi hier unter meiner Kamera an meinem Stativ habe, sehe ich das definitiv besser, ob ich und auch das, was ich euch zeige, im Fokus ist. Also falls ich mal runterluxen sollte, wisst ihr warum. Ja, ich liebe den, ich liebe den. Ich weiß, dass ganz viele von euch Narciso Poudre lieben und ich kann es absolut verstehen. Ich liebe den Duft auch sehr. Man muss aber definitiv pudrige Düfte lieben. Aber wirklich schwer üppig pudrige Düfte. Nicht im Sinne von sauber, seifig. Das ist er nämlich nicht. Der ist wirklich sehr schwer und üppig pudrig, sehr dicht, auch sehr laut. Also das ist ein Duft, mit dem füllt ihr Räume. Ich liebe den aber sehr. Ich weiß noch, als ich ihn damals das erste Mal gerochen hatte, dachte ich so, ja, der ist ganz schön. Ich kaufe mir mal einen Flakon. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich den nachkaufen würde. Mittlerweile muss ich sagen, doch. Also wenn der leer ist, brauche ich definitiv Nachschub von ihm. Ich liebe Poudre. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und nochmal, Poudre und der Flakon, dieses Nude-farbene, spiegelt definitiv den Duftcharakter wider. Der nächste Duft, den ich im Monat Oktober sehr, sehr, sehr geliebt habe, wäre die Nummer 956 von Eclat. Wir haben hier eine Inspiration und als Inspiration diente hier Arabesque von The Merchant of Venice. Oh Gott, ich liebe diesen Duft von Eclat, der ist so schön. Ich persönlich habe Arabesque noch nicht geschnuppert. Ich habe jetzt aber schon mehrfach gelesen, dass der Arabesque vom Duft her sehr ähnlich sein soll zu Tobacco Vanille von Tom Ford. Und ich finde, die Nummer 956 von Eclat erinnert mich auch sehr stark an Tobacco Vanille von Tom Ford. Oh Gott, ist der schön. Wir haben Pflaume in dem Duft. Tabak ist hier drin. Hier könnte auch irgendwas Holziges drin sein, vielleicht auch noch ein bisschen Zimt. Ich finde den wundervoll. Der ist warm, würzig, süß, fruchtig durch die Pflaume. Der ist ganz toll. Ihr müsst euch eigentlich, ich sag mal, Tobacco Vanille vorstellen. Für mein Empfinden aber ein bisschen weicher, gepaart mit Pflaume. Das ist für mich die 956 von Eclat. Erinnert mich sehr stark an Tobacco Vanille, nur ein bisschen weicher mit Pflaume.
Oh, süß, warm, würzig, fruchtig, bissle holzig. Och, der ist wundervoll. Der ist wundervoll, den liebe ich wirklich sehr, sehr. Ja, ich denke, man sieht's auch, ne? Also ich habe mittlerweile auch schon ein bissle was draußen, wie man sehen kann. Ich liebe den sehr. Gerade im kalten Herbst und Winter trage ich den sehr, sehr gerne. Falls ihr Tobacco Vanille mögt, aber sagt ein bissle weicher, fitzle weicher mit Pflaume, dann solltet ihr mal die 956 testen von Eclat. Der ist echt toll. Es kann natürlich aber auch sein, dass euch Tobacco Vanille generell nicht so gefällt. Da euch da irgendwas drin fehlt, dann testet den auch mal. Ich finde wirklich, der hat Anklänge von Tobacco Vanille, wobei Anklänge ist zu milde ausgedrückt. Der riecht wirklich fast wie Tobacco Vanille für mich, nur ein bisschen weicher und eben mit Pflaume. Der ist richtig toll. Ich liebe den sehr. Ich trage den auch unheimlich gerne an kalten Tagen. Dann habe ich für euch eine große Liebe von mir. Die ist eigentlich gefühlt im Herbst, Winter in jedem Video dabei, da ich ihn immer genieße, wenn ich ihn trage. Und zwar Bois Doré von Van Cleef & Arpels. Ich habe euch den Duft schon so oft in die Kamera gehalten und das werde ich auch weiterhin. Bois Doré ist eine ganz, 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 ganz große Liebe von mir. Oh, ich liebe Bois Doré. Das ist ein wundervoller Tonkabohne-Duft. Für mich einer der schönsten Tonkabohne-Düfte, wenn ich ehrlich sein soll. Leute, dieser Duft ist so toll. Wenn ihr Tonkabohne-Düfte liebt und ihr kennt Bois Doré nicht, testet den unbedingt mal aus. Wir haben Tonkabohne in dem Duft. Ich finde, der hat auch was Mandeliges drin. Holziges, aber nicht zu holzig, nicht zu dumpf, nicht zu schwer. Wir haben eine mineralische Note hier drin. Das riecht man auch. Also ich rieche die zumindest. Und wir haben meiner Meinung nach auch Tabak hier drin. Es ist jetzt aber so, dass bei Parfumo die Noten etwas anders angegeben sind, glaube ich, als bei Fragrantica. Ich meine, da gab es nämlich mal Unterschiede. Denn die Tabaknote zum Beispiel, die ist bei Parfumo gar nicht gelistet, bei Fragrantica schon. Und meiner Meinung nach ist hier auch Tabak drin. Der startet schon mit einer richtig schönen Tonkabohne. Der hat, finde ich, aber noch so was ganz zart Maskulines im Opening, ist aber schon relativ süß, finde ich. Und er hat im Opening diese mineralische Note. Und ich finde, dass eine mineralische Note eine leichte Kühle in einen Duft mit reinbringt. Und das hat Bois Doré. Obwohl Bois Doré, meine Güte, jetzt spreche ich sogar den Namen meines Babys falsch aus. Bois Doré hat nämlich, finde ich, was Kühles, obwohl es ein warmer Duft ist. Ich finde das sehr interessant bei diesem Duft. Das schafft meiner Meinung nach diese mineralische Note, die hier drin ist. Der ist richtig toll. Der ist auch entwickelt toll. Viel Tonkabohne, süß. Ich finde, der hat was leicht Würziges drin. Was leicht angenehm Holziges. So Müchentabak. Ich finde, der hat so leichte Anklänge von Mandel noch mit hier drin. Und wie gesagt, obwohl es ein warmer Duft ist, hat der für mich aber auch was Kühles mit drin. Eben durch diese mineralische Note. Ich liebe Bois Doré. Ich liebe ihn. Es war Love at First Sniff. Ich habe mir den Flakon bei Parfumo, Hashtag not sponsored, gebraucht gekauft. Es war ein Blindkauf. Der Flakon, der war noch fast voll und normal kostet der, wenn er nicht im Angebot ist, neu um die 140 Euro. Ist aber schon ein bisschen länger her, dass ich geguckt habe und ich habe den fast vollen Flakon für, ich glaube, 75 Euro inklusive Versand geschossen bei Parfumo. Und ich wollte den unbedingt testen, vorab als Probe. Ich habe nirgends eine Probe bekommen, bei Parfumo keine Abfüllung. Da dachte ich, scheiß drauf, Jasmin, du kaufst dir den Flakon jetzt einfach blind. Da dachte ich, die 70 Euro tun da nicht ganz so weh wie 140 Euro. Ich habe den Duft ausgepackt, ich habe am Zerstäuber gerochen und ich bin fast hinten übergekippt. Mir sind Tränen in die Augen geschossen, Tränen vor Glück, Tränen vor Liebe. Ihr haltet mich jetzt für verrückt, aber mir sind echt die Tränen in die Augen geschossen. Ich habe ein Tränchen verdrücken müssen, weil es Love at First Sniff war. Dieser Duft hat mich beim ersten Mal, als ich ihn gerochen war, so umgehauen. Ich liebe den, ich finde den richtig toll. Ja, Bois Doré ist eine absolute große Liebe von mir. Aber ihr wisst es eigentlich, ich zeige ihn euch, wie gesagt, im Herbst, Winter gefühlt irgendwie in jedem Video. Dann kommen wir zu meinem nächsten Favoriten des Monats Oktober. Ich habe hier auch eine Inspiration und zwar Nathalie
von High Concentrate beziehungsweise aus der High Concentrate Linie von Parfüme.de. Hier diente als Inspiration Narciso von Narciso Rodriguez, also der Narciso im weißen Würfel. Ich habe Narciso bis jetzt noch nicht gerochen, aber den liebe ich total. Das ist auch so ein richtig schöner, gepflegter Duft ohne seifige Note, der für mich Vibes von Narciso Poudre hat. Wir haben hier Gardenie, meine ich, in dem Duft, Rose und oder Jasmin. Ich glaube auch Zedernholz, Moschus natürlich. Moschus war natürlich auch in Poudre mit drin. Der ist richtig toll. Ich finde, im Opening ist Nathalie ein bisschen maskulin. Der hat so ein bisschen was Scharfes, Pieksiges im Opening in meiner Nase. Das verliert sich auf der Haut aber ganz schnell. Und dann verschwindet dieses pieksige, stechende Maskuline für mich. Und dann kommt da was Feminines durch. Der wird cremig. Der hat eine leichte Süße drin. Der ist aber nicht sehr süß. Ich finde den Poudre ein bisschen süßer als den. Oh, der ist ganz toll. Und wenn der sich auf der Haut entwickelt hat, ist es ein richtig schöner, gepflegter, schon eleganter Duft auch meiner Meinung nach, der aber nichts Seifiges hat. Ich finde den richtig toll. Und wie gesagt, für mich hat der ein bisschen Ähnlichkeit zu Poudre. Ich finde aber den Narciso Poudre pudriger, üppiger, dichter und lauter. Der hier ist ein bisschen weicher, der ist nicht ganz so pudrig. Dafür hat er aber so ein bisschen mehr Cremigkeit mit drin. Der ist ganz, ganz toll. Ich liebe Nathalie. Ich trage den unheimlich gerne. Ich habe schon viel benutzt, ne? Der ist bis dahin schon benutzt, ne? Gebraucht. Also da ist schon einiges raus mittlerweile aus diesem Flakon. Ich liebe den einfach. Wenn ich was suche, ja, mit dem ich gepflegt rieche, ohne seifige Note, elegant, was aber jetzt dann nicht Lacoste Pour Femme sein soll, dann greife ich zu dem. Ich liebe den. Ist eine absolute große Liebe von mir. Ich finde den richtig, richtig schön. Der nächste Duft des Monats Oktober, den ich echt geliebt habe, ist für mein Empfinden einer der weiblichsten Vanilledüfte, die ich bis jetzt gerochen habe. Und zwar La Fenice Pour Femme von The Merchant of Venice. Also für mich ist dieser Duft ja eine sehr feminine, weibliche Vanille. Jetzt nichts im Sinne von Impulsdeo, das kennt man bestimmt noch, oder so eine Backvanille, billige Vanille, sowas ist das nicht. Das ist wirklich eine sehr, ich würde schon sagen, elegante, feminine Vanille. So würde ich den beschreiben. Oh Gott, Lord, der ist so schön. Wir haben Tuberose in dem Duft. Ich mag Tuberose sehr selten. Denn meistens hat sie was von Kaugummi und ich hasse das. Diese Tuberose hier drin hat gar nichts von Kaugummi. Ich finde den so wundervoll, ne? Der hat überhaupt nichts von Kaugummi. Wir haben Vanille hier drin, Tuberose, wir haben Heliotrop hier drin. Mandel, beziehungsweise ich glaube Mandelblüte ist hier drin. Und oh, für mich ist La Fenice Pour Femme eine wundervolle, weibliche, feminine Vanille. Nicht zu süß, nicht klebrig. Hat was Pudriges durch Heliotrop. Eine wunderschöne Tuberose, die nichts von Kaugummi hat. Ich meine, wir haben im Opening auch Mandarine. Die kriege ich später nicht mehr auf der Haut. Im Opening ja, dann ist es so eine ganz zart, ich würde sagen, mandarinig angehauchte Vanille, die mich so leicht an... Ah, wie heißt er noch? Duft von Giorgio Armani. Si Fiori, genau. Im Opening erinnert er mich ganz leicht an Si Fiori. Si Fiori ist ja auch ein Vanilleduft mit Mandarine. Und durch den vanilligen Auftakt mit einem Hauch Mandarine hat er für mich zarte Vibes im Opening von Si Fiori, aber nur zarte Vibes. Ja, und später entwickelt auf der Haut eine wunderschöne, feminine, weibliche, nicht zu süße, nicht klebrige Vanille, die was Pudriges durch Heliotrop hat. Eine wunderschöne Tuberose ohne Kaugummi-Aspekt. Ich finde schon, dass man die Mandelblüte hier drin auch wahrnimmt, denn meiner Meinung nach hat der so einen ganz zarten, mandeligen Touch, aber weit im Hintergrund. Der ist richtig toll. Und die Heliotrop hier drin gefällt mir auch so gut, weil sie halt so was Pudriges noch mit reingibt. Aber der hat auch später auf die Haut so einen ganz leichten, cremigen Aspekt noch mit drin. Ich liebe den. Ich finde, La Fenice Pour Femme ist, wie gesagt, eine der femininsten, weiblichsten Vanilledüfte, die ich bis jetzt gerochen habe. Der ist ganz, ganz toll. Wenn ihr Vanilledüfte liebt und ihr seid auf der Suche nach einer Vanille, die nicht billig riecht, die nicht pappig riecht, die nicht nach Backvanille riecht, sondern wirklich nach einer femininen, weiblichen Vanille,
Dann schaut euch mal La Fenice Pour Femme an. Der ist richtig toll. Das war auch Love at First Sniff. Den hatte ich mir auch blind bestellt. Der kostet ja normal auch an die 100 Euro, der Flakon, also der kleine hier. Und ich hatte den auch mit Prozenten neu gekauft und habe dann nur noch 70 Euro für den bezahlt. Da habe ich echt einen Schnapper gemacht. Dann dachte ich mir, ey komm, bestellen dir jetzt blind. Ich wollte auch eine Abfüllung. Entweder gab es keine bei Parfumo oder ich war so neugierig, dass ich jetzt gar nicht auf die Abfüllung warten wollte und habe den so bestellt. Ich weiß es gar nicht mehr, ich kann es gar nicht mehr sagen. Ist ja auch im Endeffekt wurscht, es ist ein wundervoller Duft. Und wenn ihr den noch nicht kennt und ihr liebt Vanilledüfte, die schon eher außergewöhnlich und feminin sind und weiblich, dann solltet ihr hier definitiv mal ein Auge drauf werfen. Dann kommen wir nun zum letzten Duft, den ich im Monat Oktober sehr genossen habe. Wir haben hier eine weitere Inspiration. Ich glaube, ich habe euch diesen Duft noch nicht auf meinem Kanal gezeigt. Und zwar Soft von Sultan Essence. Diese Marke stellt Inspirationen her zu anderen Düften und ihr bekommt sie über orientalstyle.de, meine ich, heißt der Online-Shop. Und soweit ich es weiß, ist hier auch einiges an Duftöl drin. Falls ich was Falsches sage und ihr wisst Bescheid, dürft ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Hier hat man beim Namen ja mal wirklich gar keinen Hehl draus gemacht. Das soll riechen oder geht in die Richtung von Soft von Al Rehab. Ich weiß nicht, warum man sich so einen Duft als Vorbild nimmt. Aber ich dachte mir, ich teste mal den von Sultan Essence, denn ich kenne Soft von Al Rehab und wollte den hier jetzt auch unbedingt mal testen. Und ja, der erinnert mich sehr stark an Soft von Al Rehab. Wir haben was Zitrisches in dem Duft, wir haben aber auch Karamell in dem Duft. Ich weiß jetzt nicht, ob Vanille in dem Duft ist, aber Leute, der riecht wirklich wie Soft von Al Rehab. Wenn ihr den Soft von Al Rehab kennt, kennt ihr auch den. Das ist ein sehr süßer, klebriger, zitrischer Duft mit Anklängen von Karamell drin. Der ist richtig schön. Der hat was Zitrisches, der ist aber auch sehr süß. Und ich finde, auf der Haut entwickelt er eine gute Süße, dass er einem schon eigentlich die Blompen zieht. Und ich finde, dass Soft von Sultan Essence und Soft von Al Rehab für mich sehr stark in die Richtung Aquilina Pink Sugar gehen. Nur, dass bei dem von Sultan Essence und dem Soft von Al Rehab diese verbrannte, angekokelte Note fehlt, die Aquilina Pink Sugar hat. Oh, der ist richtig toll. Wirklich, der ist ganz, ganz toll. Ich hatte noch zwei Düfte, glaube ich, damals gekauft von Sultan Essence. Aber alle drei Düfte haben auf meiner Haut nicht sehr gut performt. Also ich musste mich sehr eindieseln, um die wahrnehmen zu können. Und nach ja, 4 Stunden circa waren die weg. Und da war ich ja sehr enttäuscht. Aber ich habe die Düfte getestet, als ich sie brandneu hatte. Vielleicht wurden die erst neu angemischt, sage ich mal, hergestellt und haben deswegen nicht so gut performt. Ich habe euch ja schon oft gesagt, gerade bei Inspirationen, die 2-3 Mal ordentlich sprühen, dass aus dem Zerstäuber ordentlich Duft rauskommt und dann mal ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten relativ kühl und dunkel lagern, die einfach mal in Ruhe ihr Dasein fristen lassen für ein paar Wochen oder auch ein paar Monate und dann nochmal testen. Die verändern sich teilweise vom Duftcharakter noch und auch ändern die sich, was die Intensität und die Performance betrifft. Und der Soft, der stand jetzt bestimmt ein Jahr hier bei mir rum und ist nicht genutzt worden und ich habe ihn jetzt nochmal getragen und ja, ich finde, der riecht wie zu Anfang nach Soft von Al Rehab, aber der hat jetzt eine wesentlich bessere Haltbarkeit und Performance auf meiner Haut. Ich werde jetzt auch die anderen beiden noch testen, die ich damals bestellt habe. Ich glaube, ich hatte euch den Haul nicht gezeigt. Ich glaube, nein. Ich bin aber nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, noch eine Inspiration zu Angel's Share von Killian von Sultan Essence bestellt und eine Inspiration von Sultan Essence zu Lyra. Und auch bei denen war es so, keine gute Performance. Ich musste mich einlesen, um die wahrzunehmen. Den habe ich jetzt nach über einem Jahr nochmal getestet. Die anderen beiden nicht. Die werde ich definitiv jetzt auch nochmal demnächst testen. Ich habe gesehen, Sultan Essence, die haben einige Inspirationen mittlerweile. Auch zu Düften von Tom Ford. Ich glaube auch Parfums de Marly. Ich bin aber nicht sicher. Da müsst ihr echt mal schauen. Es steht aber nicht dabei, in welche Richtung dieser Duft geht. Da müsst ihr dann entweder mal gucken, ob schon Bewertungen da sind, in denen vielleicht stehen könnte, in welche Richtung der Duft von Sultan Essence geht.
Oder was ich gerne mache, sind die Duftnoten kopieren, bei Google eingeben, suchen und dann wird oftmals das Original quasi angezeigt oder der Duft, der als Inspiration diente. So mache ich das auch gerne bei Eclat. Wobei bei Eclat geht es mittlerweile nicht mehr. Die haben bei Kopf, Herz und Basisnote mittlerweile, glaube ich, nur noch eine Note da stehen. Da wird es jetzt echt schwierig, das rauszufinden, in welche Richtung der Duft gehen soll. Da kann man sich ja jetzt mittlerweile eigentlich dann nur noch auf Bewertungen verlassen. Ich weiß nicht, ob die Schiss haben, dass man denen da irgendwie auf den Schlips treten kann, aber man sieht da so gut wie gar keine Noten mehr. Aber bei Webelé, wobei die heißen nicht mehr Webelé, wie heißen die jetzt? Die haben irgendeinen anderen Namen, die haben sich umbenannt, ich weiß es nicht mehr. Da kann man die komplette Duftpyramide kopieren. Bei den Düften zum Beispiel von Stefan von Parfüme.de aus der High Concentrate Linie auch. Da ist die komplette. Da sind die kompletten Duftnoten angegeben. Mein Gott, jetzt hatte ich gerade einen Hänger gehabt. Die könnt ihr auch kopieren und dann über Google suchen. Da geht das auch, das ist das auch kein Problem. Der einzige Anbieter, bei dem ich das jetzt mitbekommen habe, dass das wohl nicht mehr geht, ist bei Eclat. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Schiss, dass man denen ans Bein pisst. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber das kann man auch machen, wenn man die Bewertungen durchliest. Ne? Wenn denen wirklich jemand ans Bein pissen will, braucht er nur Bewertungen durchlesen und da steht oft drin, in welche Richtung der Duft geht oder wonach das riecht. Also von daher verstehe ich das nicht ganz. Naja, wie dem auch sei. Wie gesagt, Soft geht in die Richtung Soft von Al Rehab und ja, das tut er. Ist ein süß-zitrischer, schon Gourmand, der schon sehr zitrisch ist, aber sehr zuckrig süß, dass er einem schon die Plomben zieht, mit ein bisschen Karamell noch mit drin. Ja, der ist richtig schön. Wie gesagt, die anderen beiden muss ich auch unbedingt noch testen. Das ist die Inspiration zu Angel's Share und die Inspiration zu Lyra. Die haben damals, als ich sie neu hatte, nicht gut auf meiner Haut performt, aber das Schätzchen hier hat jetzt mindestens ein Jahr lang sein Dasein gefristet in der Kiste. Jetzt habe ich ihn nochmal getestet und jetzt performt das sehr gut. Und da werde ich jetzt die anderen beiden auch nochmal testen. Und wenn ich das gemacht habe und es waren für mich Highlights in dem jeweiligen Monat, wo ich sie getestet habe, dann werdet ihr sie natürlich auch hier auf meinem Kanal zu Gesicht bekommen. Das waren meine Parfumfavoriten des Monats Oktober, die Düfte, die ich sehr genossen habe im Oktober, als ich sie getragen habe. Ich habe jetzt ziemlich lange über Sultan Essence gequatscht, meine Güte, Leute. Schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, was waren eure Parfumfavoriten im Monat Oktober, was habt ihr sehr gerne genossen? Habt ihr vielleicht auch ein Blind Buy getätigt, wo ihr sagt, der war toll? Habt ihr ein Blind Buy getätigt, wo ihr sagt, um Gottes Willen geht gar nicht? Ja, habt ihr allgemein auch Düfte getestet, die euch überhaupt nicht gefallen haben? Auch wenn ihr wisst, es ist eine große Liebe von mir, der euch gar nicht gefällt, der Duft, dürft ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Klar, dann bin ich natürlich traurig, wenn es eine große Liebe von mir ist. Aber die Nasen sind unterschiedlich. Was mir gefällt, muss euch ja nicht gefallen. Also gerne ab in die Kommentare damit. Was habt ihr geliebt im Monat Oktober? Welche Düfte habt ihr im Monat Oktober getestet, die euch überhaupt nicht gefallen haben? Dürft ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Auch dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr bei Oriental Style schon bestellt habt. Habt ihr auch schon Düfte von Sultan Essence getestet? Und wie findet ihr die? Mich würde auch mal interessieren, ob ihr mal Düfte dort bestellt habt von Sultan Essence, die ja schon zu Anfang, als ihr die bekommen habt, getestet wurden und ihr festgestellt habt, also die Performance, die Haltbarkeit ist von den Sultan Essence Düften nicht so gut, obwohl die ja gehypt sind, soweit ich es mitbekommen habe. Und dann habt ihr die wirklich mal über Monate oder ein Jahr oder so stehen lassen und nochmal getestet und dann waren die super von der Haltbarkeit und der Performance her. Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt von euch, ihr Lieben. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch das Beste und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.